ich weiß nicht, ob ihr das Forum lest. Ich wurde unlängst kritisiert, weil ich diesen Zustand hier beschrieben habe, dass wir keinen Millionär haben und kein Steuergeld und keine Insider und keine Jagdgesellschaft, keine Lobbykontakte und dass die Story ist, wie wir das trotzdem schaffen werden. Also nicht mich falsch verstehen, ich bin nicht pessimistisch deswegen, sondern diese Herausforderung nehmen wir an. Deswegen sind wir alle heute hier. Also nicht nur ohne Millionär kann man Politik machen, sogar gerade dann muss man sie machen. Okay, aber schauen wir uns mal an, was für eine Herausforderung das ist. Also wenn heute Wahlen wären, was sagen uns unsere Umfragewerte und Wahlergebnisse in Landtagswahlen? Wir würden so ungefähr 1% bekommen. Es gibt diverse Nachwahlbefragungen und Untersuchungen und Umfragen, die das auch nach Altersgruppe aufschlüsseln. Und in denen sehen wir, ihr macht es schlechter und nicht besser. In denen sehen wir da, dass wir irgendwo zwischen 4, 5, 10% bei unter 30-Jährigen liegen würden. So, das war eine Umfrage im Falter, wie unter 30-Jährige heute wählen würden. Ungefähr im Jänner war das immerhin 12%. Das ist was, auf das man aufbauen kann. Kehrseite der Medaille bei den über 30-Jährigen nicht wahrnehmbar. Warum, also nur ganz kurz und ganz unwissenschaftlich, warum wählen Leute überhaupt jemanden? Weil es immer wieder bei uns auch die Meinung gibt, naja, wir müssen diese Programmpunkte noch erarbeiten und dann werden uns alle wählen, weil wenn da auch drin steht eben leistbares Wohnen, dann ist das toll. Das stimmt natürlich nicht. Die Leute wählen einen viel eher, weil sie sich identifizieren, weil sie dich für glaubwürdig halten, weil sie dir Kompetenz zuschreiben oder einfach nur aus Protest, weil du anders bist. Also sehr selten wählen Leute wirklich aus Eigennutz. Welche Forderungen helfen mir persönlich am meisten? Das heißt, so erreicht man nicht die Zielgruppen oder zumindest einen großen Teil davon nicht. Also sieht man ja auch, dass die Grünen nicht von denen gewählt werden, die eigentlich von ihren Vorschlägen am meisten profitieren würden. Also wir können nur Themen besetzen, für die wir als glaubwürdig eingeschätzt werden. Alles andere können wir uns gleich abschminken. Oder im Umkehrschluss, wir müssen Leute finden, die Themen, die wir haben wollen, auch glaubwürdig rüberbringen. Die Kandidatenliste ist ja noch offen, bis Juni. Das wäre die zweite Strategie. Also wenn wir sagen, dieses Thema ist wirklich wichtig und damit erreichen wir viele Leute, aber wir haben halt noch niemanden auf der Liste, der das glaubwürdig rüberbringt, dann müssen wir diese Leute finden. Ich erteile dir eine kleine Aufgabe. Kannst du schauen, ob ich auf diesem Bild drauf bin von dieser Kamera? Und wenn nicht, dann das ein bisschen rüberschieben. Perfekt. Gut, unser Image, das ist irgendwie das Wichtigste, glaube ich, bei der Wahlentscheidung. Wieder total unwissenschaftlich, meine Meinung ist, dass unser Image war, dass wir eine Chaotentruppe sind, Wirtshausschlägereien, wir wollen alles gratis, wir haben keine Ahnung, es sind nur Männer dabei, wir haben kein Programm. Und ich habe das Gefühl, dass wir zumindest in der Medienarbeit der letzten Monate oder zumindest vor allem des letzten Monats uns in diese Richtung bewegen. Wir sind eh lieb, ja, wir sind sympathisch, wir sind authentisch, wir sind anders als die anderen, das ist schon mal ganz gut. Noch ein bisschen tollpatschig und naiv und kriegen halt nur 1% und das sind die Internetleute. Aber ja, eh lieb. Die Herausforderung und die Frage ist, schaffen wir diesen Sprung? Schaffen wir es bis September auch als kompetent zu wirken? Innovativ, glaubwürdig und auf der Seite der Leute, also dass die Leute das Gefühl haben, hey, die sind auf meiner Seite. Nicht nur, die sind junge, tollpatschige Leute, die auch Politik machen wollen, sondern die sind auf meiner Seite. Schaffen wir das oder nicht? Weil man kann auch, glaube ich, entscheiden, das schaffen wir nicht mehr. Und dann sollten wir unseren Wahlkampf auf Eliab ausrichten und mit Hundeaugen vom Plakat schauen. Das kann man schon ein bisschen ausspielen, glaube ich. Aber die Herausforderung wirklich, fände ich, wäre, diesen Schritt noch zu schaffen. Wie kommen wir dahin? Schritt 1, Selbstbeschäftigung einstellen. Die Satzungsdiskussionen und wer am besten ausgeschlossen werden soll und welches Bundesland am uncoolsten ist, die verschieben wir bitte auf 2014, sonst wird das nichts. Also im Oktober. Im Oktober können Sie weitermachen, aber bis dahin müssen wir das zurückreihen. Inhalte haben wir auch viele. Hoppla. Liquid Feedback funktioniert, das ist der Teil, der bei uns gut funktioniert. Gemeinsam Konsens finden, Programm erstellen, das können wir gut. Was jetzt noch fehlt, ist das zu priorisieren und das aufzubereiten. Viele unserer Kernthemen sind Sachen, wo wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, die nicht in der Bevölkerung bekannt sind. Wir arbeiten nicht daran, das zu kommunizieren und das rüberzubringen. Also auf unserer Website gibt es einen Artikel zum BGE, der ist ganz gut. Bei allen anderen gibt es so, wir fordern dies und das und jenes und erklären nichts. Wir setzen das alles voraus und das kann man einfach überhaupt nicht machen bei unseren Themen.
Genau, und diese Inhalte müssen nicht nur schön aufbereitet werden, sondern auch mit kompetenten Gesichtern rübergebracht werden. Ich glaube, da sind wir uns eh einig, nicht Themen statt Köpfe, sondern Themen durch kompetente Köpfe. Idealerweise nicht jeweils nur ein Kopf pro Thema, sondern mehrere. Also es soll durchaus nicht irgendwie sich auf ein paar Leute zuspitzen, glaube ich, aber es braucht glaubwürdige und kompetente Leute, die diese Themen rüberbringen. Ein Fokus muss auch noch sein, die Mitglieder- und Kandidatinnenwerbung. Also wir haben eine coole Liste, aber die kann noch viel cooler werden. Und bis Juni haben wir Zeit, noch Leute dafür zu finden. Das darf nicht zu kurz kommen. Wir dürfen nicht jetzt gleich über Plakate reden und uns nicht Gedanken machen, wie wir vielleicht noch ein paar Leute anlocken, die auf unsere Kandidatenliste dazustoßen können. Dann gibt es ein paar kleine Programmlücken, die ich finde, die man noch füllen kann, aber da ist eh einiges im Laufen. Und dann eigentlich erst hätten wir Zeit, uns über die Kampagne Gedanken zu machen und die Medienarbeit zu professionalisieren. Natürlich läuft das alles zusammen in der Praxis, aber ich finde, das sind Vorbedingungen. Vorbedingungen. Was ich glaube, was wir machen müssen strukturell, um in diese Richtung zu kommen, ist erstens eine Anlaufstelle zu haben für Produktivität. Wenn Leute bei uns mitmachen wollen, landen sie momentan auf der Website, im Forum, oder vielleicht auf Stammtischen, Stammtische. Es gibt nicht wirklich eine produktive Anlaufstelle. Es gibt eine Anlaufstelle zum Diskutieren, es gibt eine Anlaufstelle zum Bier trinken, aber es gibt keine produktive Anlaufstelle. In Wien, die Arbeitstreffen, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das Sekretariat, was in Wien eingerichtet wurde, ist ganz super. Die kann man anrufen, das wissen noch nicht genug Leute, und sagen, hey, ich möchte was mithelfen, was gibt's denn gerade? Das braucht man auf der Website, klare Auflistung, was läuft gerade in der Partei. Daneben ein Knopf, hier mitmachen, da möchte ich jetzt eine Stunde Zeit spendieren. Das Außenbild habe ich schon gesagt, sympathisch und sachlich rüberbringen. Ich will die ganze Website neu machen. Dazu mache ich später eine Session, deswegen spare ich mir da eigentlich die Details. Aber wir brauchen gescheite Kandidatinnenporträts, wir brauchen Videoinhalte, wo die Themen erklären. Das versuche ich gerade aufzustellen. Und wir müssen die Kernthemen eben schön aufbereiten. Nicht nur fordern, sondern erklären. Die Mitgliederwerbung, um das auf die Beine zu bringen, glaube ich, brauchen wir da gewisse Standards, also gewisse Muster, die wir dann in ganz Österreich replizieren können. Zum Beispiel so Schnuppertreffen. Die Crews müssen besser funktionieren, also so Modelle entwickeln und die dann auf ganz Österreich zu replizieren. Jetzt viel zu knapp, aber genau, Infoveranstaltungen auch. Rodrigo arbeitet da an einem Konzept, wie wir zusätzlich zu Stammtischen und Crew-Treffen auch Infoveranstaltungen für neue Interessenten auf die Beine kriegen, die dann wirklich gut durchgeplant sind und gut rüberkommen. Und Medienarbeit, die reagiert und nicht nur agiert, aber ich glaube, dafür gibt es auch... danke. Die agiert und nicht nur reagiert. Also wenn wir aus der Zeitung, wenn ich gestern aus der Zeitung erfahre, dass, keine Ahnung, irgendwas mit Überwachungsdrohnen, und ich sehe, der Artikel ist eh schon von gestern Abend, viel zu spät, um noch irgendwas dazu zu sagen, interessiert kein Schwein mehr in den Massenmedien. Also wir müssen Themen setzen oder wir müssen zumindest vorausschauend agieren auf Dinge, wo wir wissen, die kommen auf uns zu. Und das geht auch nicht, dass das nur der BV macht. Jeweils die Kandidaten, die Kernthemen haben und die Arbeitsgruppen, die aktiv sind, müssen vorausschauen, was in diesen Themen in den nächsten Monaten auf uns zukommt und den BV darauf aufmerksam machen. Das kann man nicht zu fünft abdecken. Ja, was heißt das denn überhaupt, zu 4% zu kommen? Das wollen wir ja eigentlich. Ich habe mir angeschaut, zum Beispiel das Liberale Forum 2008 hat 2% gehabt, ungefähr die Hälfte, was man bräuchte. Wie hat sich das denn überhaupt auf Österreich geografisch verteilt? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir in Städten es leichter haben werden als am Land, zeigen ja auch die Wahlergebnisse bis jetzt. Um 4% zu erreichen, braucht man österreichweit 3% und in den Städten viel mehr. Wien 8, Graz 7, Linz 6, das geht sich gerade aus, dann hätten wir 4%. Also mich hat das eigentlich ziemlich schockiert. Ja? 3%, du brauchst in jedem Kaff 3%, sonst kannst du österreichweit 4% abschminken, außer du hast in Wien 15, aber das ist ja auch sehr utopisch. Also das sind schon Mörderzahlen, von denen wir noch weit weg sind. Analog dazu, ab 1% kriegt man Parteienfinanzierung, falls es wem nicht bewusst ist, ungefähr 150.000 Euro pro Prozent zwischen 1 und 4, einmalige Zahlung. Das heißt, wenn ihr alles das durch 4 dividiert, ab dem Punkt könnten wir Geld in den Aufbau der Partei und für die nächsten Wahlen stecken. Das ist auch ein Ziel und das scheint schon viel erreichbarer. Also, nein, ab 1% kriegst du, bei 1% kriegst du 150.000 Euro. Es ist nicht eine Kostenerstattung, du musst keine Kosten nachweisen, du kriegst einmalig fertig. Das haben sie geändert. Du musst nichts, du kriegst einfach nur das Geld. Einmalig. Wie könnte man zu diesen Zahlen noch kommen? Also entweder
es wird eine Lawine losgetreten, die sich von selbst verstärkt. Auf einmal sind wir doch bei 3% wieder in der Umfrage und dann mehr Leute glauben, das ist keine verlorene Stimme, das sind 4 und so weiter. Ja, zum Beispiel, wenn ein überragendes Ergebnis in Salzburg oder in Tirol oder auf der ÖH erreicht wird, keine Ahnung, wenn wir da 15% kriegen auf der ÖH, das wäre sowas, was sowas lostreten könnte, glaube ich. Bekanntere Kandidatinnen, Kandidaten, wenn da irgendwer auftaucht, den die Leute schon kennen, das wollen wir ja eigentlich eher nicht, das ist uns zu Kopf statt, also Thema, aber wer weiß. Unser Hein Burg hat es gestern geheißen, das Urheberrecht wird nicht furchtbar reformiert bis zur Nationalratswahl, also da wird uns keine Auflage gemacht vom Ministerium, könnte es was anderes geben. Wahlerfolg in Deutschland, wenn es bei denen auf einmal wieder bergauf geht, die wählen eine Woche vor uns. Wenn die fulminant einziehen, haben wir 2% mehr, sage ich mal. Also wenn wir bis dahin aus eigener Kraft auf 2% österreichweit kommen und die ziehen ein, das könnte sich schon gerade ausgehen. So ein paar strategische Überlegungen. Jedenfalls, also zu diesen 3% österreichweit, wir können nicht nur uns auf die Kerngebiete fokussieren. Es muss ein Flächenwahlkampf her und der kostet Geld. Also der kostet Menschen überall, der kostet Plakate. Ich glaube, das nächste Thema ist eh Geld, ja. Also unsere aktuelle Budgetsituation, Urscheiße. Also das kann so nicht bleiben. Wir brauchen mindestens 3.500 Euro, um mal die Wahlkampfantrittskosten zu stemmen. Meine aktuelle Schätzung ist also 10.000, idealerweise mehr, für Notare, um die Unterstützungserklärungen gescheit zu kriegen. Also in Bundesländern außer in Wien und der Steiermark werden wir uns da schwer tun. Es ist einfacher als bei den Landtagswahlen, aber dennoch wichtig. Und gestern haben wir auch gehört, je schneller, desto besser medial. Also ich rechne mit 10.000 Euro da Kosten, Folder und Plakate sowieso, da kommen noch Tausende dazu. Zum Vergleich, in Graz wurden irgendwo zwischen 2 und 3 Euro pro Stimme ausgegeben, überschlagsmäßig, ich glaube näher bei 3. Auf Österreich auf 4% draufgerechnet werden das 400.000 bis 600.000. In NRW, haben wir gestern gehört, haben sie 130.000 Wahlkampfbudget gehabt. Das ist ungefähr so groß wie Österreich, richtig? Bevölkerungszahl und Fläche? Bevölkerung mehr, aber okay. Also irgendwo in diesem Bereich müssen wir landen, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Wie machen wir das? Ich habe jetzt nicht das wahnsinnstolle Konzept, aber das sind jetzt meine Überlegungen. Erstens, wir brauchen wiederkehrende Spenden von den Mitgliedern. Diese 1 Euro Mitgliedsbeitrag sind einfach viel zu wenig, das wissen wir alle. Wir dürfen uns nicht zu schade sein, die Leute aufzufordern, hey, spendier uns, was du dir leisten kannst, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, jeden Monat. Mach einen Dauerauftrag, mach eine wiederkehrende PayPal-Zahlung, das muss regelmäßig reinkommen. Das ist zu wenig, einmal danach zu fragen. Ich habe da so einen kleinen Slider gemacht, der gehört ins Anmeldeformular rein und allen Mitgliedern zugeschickt, mit halt ein paar lustigen Sprüchen, ja, gib uns so viel, wie deine Nachbarn für ihr Kronenzeitungsabo ausgeben, so in diese Richtung. So halt ein paar lustige Dinge, wähl dir was aus und es muss dann wiederkehrend sein. Die andere Idee sind zweckgebundene Spenden, kauf dir ein Plakat, hier ist ein Balken, so viel brauchten wir noch für die Notare, spend was da. Das ist auch im Laufen, dass das installiert wird auf der Website. Und das dritte, was mir einfällt, sind witzige Aktionen. Wir versteigern eine Staatsbürgerschaft, wir machen ein T-Shirt mit dem Bundesadler und schreiben drunter, es gilt die Unschuldsvermutung, so als wäre es ein Staatsmotto, verkaufen das, solche Dinge. Also verrückte Ideen, die vielleicht Geld bringen könnten. Genau, also meine Lektion aus diesen Überlegungen ist, wenn wir einen klassischen Wahlkampf machen, sind wir schlechter als die anderen, sind wir weniger sichtbar als die anderen, sind wir amateurhafter als die anderen. Also wir haben gestern oft gehört, so geht's und so muss und so. Ja eh, aber leider können wir so nicht. Also wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Ressourcen, einen normalen Wahlkampf zu machen. Und deswegen müssen wir, finde ich, das ist mein Argument, also einen Fuß oder die Mehrheit unserer Energie in der Realität haben, so wie es geht, wie wir gehört haben, wie es geht und anders nicht. Und ein paar Zehen ausgestreckt in Richtung verrückte Idee, man könnte doch versuchen, das wäre es nicht, vielleicht könnte das klappen. Ohne das, weil wenn wir nur klassischen Wahlkampf machen, dann schaffen wir es nicht. Wir können uns keinen Vollzeitpressesprecher leisten, wir können uns keine flächendeckenden Plakate leisten. Wir müssen versuchen, unsere Schwächen zu stärken zu machen. Was heißt das? Keine Ahnung. Wir können uns ein Plakat leisten, vielleicht. Na, dann machen wir das Plakat, wir stapeln 5 Dreieckständer übereinander, Hingucker, irgendwas. Wir machen jeden Tag ein anderes Plakat auf diese Plakatfläche drauf. Wir tanzen im Kreis herum 24 Stunden. Das können die anderen nicht. Wenn du flächendeckend Plakate hast, kannst du das nicht. Wir müssen so denken. Also wenn wir, okay, wir haben diese Limitierung, wie holen wir aus dieser Limitierung das Beste raus? Blinkende Lichter rundherum. Irgendwas, was die anderen einfach nicht können, weil sie diese Fläche haben.
ein Livestream von dem Plakat und da ist einfach den ganzen Wahlkampf ist jeden Tag irgendein Event dort, keine Ahnung. Und wir können uns halt Dinge trauen, die sich andere nicht trauen. Das werden wir müssen. Ich schlage ein paar Prinzipien vor. Also erstens wirklich Fokus auf das Allerwichtigste. Alles, was wir machen, muss mehrfach machbar sein. Wenn ich eine Aktion am Steffensplatz mache, es zahlt sich nicht aus. Das muss eine Aktion sein. Ich meine, ich fand sie gut, aber das muss eine Aktion sein, die wir dann in Klagenfurt und in Graz und in Linz auch nochmal machen können. Sonst haben wir zu wenig Energie. Und alles muss für Mitmachen offen sein. Also wenn wir irgendeine Chance haben wollen, dann müssen da Leute dazustoßen können, die dieses eine Plakat gesehen haben und sich denken, ja, vielleicht. Und dann muss es ganz einfach sein, für die dazuzustoßen und auch mitzuhelfen. Das Anti-Vorratsdatenspeicherungsvolksbegehren hat im Netz 160.000 Unterschriften gesammelt, ohne klassische PR, ohne Plakate, ohne, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, das können, also dieses Level an Unterstützern kann man schon sich im Netz angeln, auch auf ganz unkonventionelle Weise. Das müssen wir natürlich auch versuchen. So, inhaltlich einen Fokus. Ein Mantra, ein Slogan, den wir dauernd sagen. Wahrheit, Transparenz, Fairness. Sowas Blödes, aber eine bessere Variante davon brauchen wir. Irgendwas, was bei den Leuten hängen bleibt und wir wiederholen das so verdammt oft, bis es alle wissen. Dahinter muss ein massenmediales Kernthema stecken und dann würde ich vorschlagen, auf der Website haben wir halt 3, 4, 5, 6 gut ausgearbeitete Piratenmodelle. Unser alternatives Modell für Urheberrecht, unser alternatives Modell für Bildung, unser alternatives Modell für das. Nicht nur Forderungen, sondern Modelle. Und in der Vielfalt allerdings, in der Kommunikation allerdings vielfältig. Das wäre so mein Strukturvorschlag, ein Wahlteam, das eben, wie wir bei Ehrenhaus auch gehört haben, die Informationen bündelt, wo du weißt, du kannst dort anrufen und dass die Ressourcen, von denen wir wissen, dass wir sie haben, managed. Aber dann darunter dezentrale Crews, die versuchen, diese Vorgaben quasi lokal umzusetzen, beziehungsweise auf lokale Gegebenheiten einzugehen. Pro Kernthema eine Arbeitsgruppe mit einem Kandidaten idealerweise drin, die beobachtet, was da passiert in diesem Thema und worauf wir reagieren, wo wir agieren können. Dann ein paar Servicegruppen, die all diesen Leuten zur Unterstützung dienen. Und dadurch soll quasi ein Ressourcenpool entstehen. Vorlagen, die du verwenden kannst, mit dem eigenen Text füllen. Events, die du in deiner eigenen Stadt machen kannst, die dann eben wiederholbar sind, die auf ganz Österreich anwendbar sind. Und das ist jetzt nur so symbolisch, 99 Spitzenkandidatinnen, wirklich den Leuten auch klar machen, wenn du dich da einbringst, dann ist das nicht, damit wir ins Parlament kommen, sondern damit du eine Stimme hast. Also wir haben nicht eben die 3 Kandidaten, das sind die Leihwanden, wähl sie, sondern du kannst hier, wenn du mitmachst, auch dann nachher mitbestimmen. Ganz, ganz kurz noch, das habe ich mir bei den Deutschen abgeschaut, die haben über die Tonalität ihres Wahlkampfs diskutiert. Was mir ganz wichtig ist, wir sind die Internetpartei und wir reden viel von Technik. Wir sollten eine menschliche Sprache über diese Technik finden. Wir finden nicht die Technik cool, weil Liquid Feedback hat die Datenbank sowieso dahinter, sondern wir finden die Technik cool, weil Menschen damit was machen können, weil Menschen damit befähigt werden, weil Menschen dadurch mehr Freiheit haben. Wir sollten nicht über die Technik reden, zum Beispiel auf unserer Website und so funktioniert das Mumble und so funktioniert das und das. Ich meine, ist nötig, aber wir sollten versuchen, die Dinge also in menschlichen Kommunikationsrahmen zu stecken. Die Deutschen haben eben so verschiedene Tonlagen entwickelt. Das geht von der Meuterei, vom rauen, wilden Protest bis zum humanistischen, wir sind die mit den Fragen, ihr seid die mit den Antworten, intellektuellen Level. Dazu würde ich auch vielleicht gerne noch eine Session machen oder dass jemand anderes sie macht, über wie wir da vom Ton her rüberkommen wollen. Ehrlich und authentisch ist eh klar, ich muss zum Ende kommen. Zielgruppen lasse ich jetzt noch ein bisschen aus. Interessant fand ich das Diagramm da unten, das sind die Wähler der Deutschen. Das ist ihre Analyse der Wähler der Deutschen. 60% unter 34-Jährige haben sie gewählt. Beim Bildungsstandard sehr durchmischt, wirklich von Hauptschule bis Hochschule alles. Das nächste ist die Beschäftigung wohl, auch sehr durchmischt, also viele Arbeitslose, 30% Arbeitslose, Selbstständige vertreten, Arbeiter vertreten, Angestellte vertreten, wenig Rentner und 60% Männer, 40% Frauen. Ich glaube, so weit weg von dieser Verteilung werden wir nicht sein. Ich glaube, das sollte man sich im Detail anschauen. Gut, Zeitplan. Ich glaube, ich überziehe gerade übrigens total. Ich überspringe das mal. Ganz wichtig ist, dass wir ein Argument haben gegen diese verlorene Stimme-Ding. Die Leute wollen uns die Stimme nicht geben, wenn sie nichts zählt. Wie macht man das? Erstens muss man kommunizieren, du baust was Bleibendes auf. Auch wenn wir nicht reinkommen, sind wir noch da.
zum Beispiel beim Liv war das eben überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, die haben viele Stimmen verloren, weil alle wussten, die Heide Schmidt ist einfach wieder weg, wenn das nichts wird. Wir sind nicht wieder weg. Und wir müssen argumentieren, was wir mit dem Geld, was wir bekommen ab 1%, was auch sehr unbekannt ist, diese Tatsache müssen wir kommunizieren, und was wir mit diesem Geld machen, dass wir damit irgendwas Sinnvolles machen. Das sind ein paar Ideen, dass wir das in teilweise in zivilgesellschaftliche Projekte stecken, dass wir, keine Ahnung, Liquid Feedback in einer Kommune versuchen damit, also in einem lokalen, in einer Gemeinde oder so, dass wir irgendwie argumentieren, wie wir das Geld in die außerparlamentarische Arbeit stecken oder in den EU-Wahlkampf oder so irgendwas. Also was wird mit diesem Geld passieren? Das ist unser zweiter Wahlkampf. Also wir wollen nicht nur Stimmen, wir wollen auch Geld, damit wir dann das machen können. Wir wollen nicht nur ins Parlament, um dort zu arbeiten, sondern auch wenn wir dort nicht sind, haben wir einen klaren Plan, den wir kommunizieren, wie wir da weiterarbeiten werden und warum das besser gehen wird, wenn du uns deine Stimme gibst. Gut, wir haben eine coole Marke, wir haben eine gute Ausgangslage in der österreichischen Politik, wir haben einen funktionierenden internen Meinungsbildungsprozess, wir haben mehr als keine Menschen, die uns zur Verfügung stellen, das ist nicht schlecht, wir haben Themen, wir haben die Inhalte, das ist insgesamt eine Chance. Also es ist alles schwierig, aber das ist nicht zu unterschätzen. Ja, ohne diese Marke, ohne die Ideen dahinter, hätten wir gleich zu Hause bleiben können heute. Wir sind hier, weil wir eine Chance haben, und heute werden wir darüber reden, wie wir sie nutzen können. Es folgt mein Vorschlag zu, was das Mantra und die Kernthemen sein sollen. Das, finde ich, ist die Kurzzusammenfassung meines Wahlkampf-Pitches, den ich so vorschlage. Also ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aktueller Stand, machen wir es heute gemeinsam besser. Die Ausgangslage ist, die anderen Parteien und Machthabenden verstehen die Welt nicht mehr. Die enthalten uns eine schon mögliche Zukunft vor. Wir könnten heute schauen, dass niemand in Österreich mehr Existenzangst hat. Wir könnten haben, dass alle Leute aktiv in der Politik mitbestimmen können und ihre Stimme nicht alle 5 Jahre abgeben müssen. Das wäre alles schon möglich, nur die wollen das nicht. Die verstehen das nicht oder sie wollen das nicht. Wir verstehen das und machen das möglich. Genau, wie diese Welt eben allen und vor allem dir speziell zugutekommen kann, wie wir die Risiken abwenden, wie wir nicht einen Überwachungsstaat installieren, sondern einen mit mehr Freiheit und Chancen für alle Menschen. Und wenn du uns wählst, dann gibst du nicht uns Macht, sondern dir selber. Das finde ich so die 3 Kernaussagen. Mein Vorschlag für eben ein Mantra ist, Politik versteht die Welt nicht mehr. Bei dem Vorschlag für ein Lösungsmantra, da gehen die Meinungen noch auseinander, das ist alles noch ein bisschen vage, wir geben dir die Stimme zurück. Es gibt einen Vorschlag vom Magic Herb, das auf dem Besser-Konzept aufzuhängen, bessere Fragen, bessere Regeln, bessere sowieso, das finde ich noch ein bisschen wischiwaschi. Also überlegt heute, was könnte dieses Mantra sein? Unbeschissen. So, und dann haben wir, das sind meiner Meinung nach die schlagkräftigen Modelle, die wir haben. Ein Modell für echte Demokratie, ein Modell für Freiheit statt Angst, ein Modell für freie Menschen vor freien Märkten, das ist das BGE unter anderem, aber ein bisschen netter verpackt. Ein Modell für Bildung als Fundament der Mündigkeit, ist auch noch nicht der beste Name. Ein Modell für zeitgerechtes Urheberrecht und eins für vernunftbasierte Drogenpolitik. Und wir selber leben vor ein Modell für, wie Parteien funktionieren könnten. An dieser Stelle wollte ich, dass Kandidaten zu jedem dieser Modelle ein, zwei Sätze sagen. Demokratie geht viel besser, als sie derzeit ist. Wir haben Demokratie in einer Form, wie sie Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts dem aktuellen Status der Gesellschaft und der Möglichkeiten entsprochen hat. Und wir haben seitdem so viele technische und gesellschaftliche Neuerungen, dass es fast schon fahrlässig ist, das nicht in der Demokratie abzubilden. Da geht es einerseits darum, dass die repräsentative Demokratie viel mehr Einfluss für die Wählerinnen und Wähler offen lassen muss, wer konkret im Parlament sitzt von einer Partei, dass man nicht künstlich mit einer 4%-Hürde Leute ausschließt, dass man nicht einfach, weil es passt, die Legislaturperiode auf 5 Jahre verlängert, solche Kleinigkeiten. Und dieses System muss ergänzt werden, um eine Möglichkeit für die Bevölkerung, erstens selbst Vorschläge einzubringen, und andererseits gegen Gesetze ein Veto einzulegen und selbst darüber abzustimmen, also direkte Demokratie in das System einzubinden. Und als Fernziel haben wir eben Liquid Democracy, die wir parteiintern ausprobieren und verbessern. Und weil wir selber wissen, dass da noch viele Hürden und offene Fragen sind, basteln wir da selbst daran herum. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, das jetzige System im Rahmen dessen, was schon geht, um 350% besser zu machen durch Verbesserung des Wahlmodus und des Wahlrechts
und durch direkte Demokratie. Ich würde es Freiheit schützen nennen, das Ganze. Das ist eigentlich der Grund, warum ich bei den Piraten bin. Ich habe einfach so ein Gefühl, wir entwickeln uns immer mehr hin zu einem Überwachungsstaat. Und das müssen wir mit aller Kraft verhindern. Sie reden uns immer ein, wir müssen euch da einzäunen, wir müssen euch da schützen vor irgendwelchen bösen Gefahren. Irgendwann werden wir draufkommen, wir sitzen da in einem kleinen Käfig drinnen und der Käfig dient nur noch dazu, dass wir in dem Hamsterrad da weiterrennen. Und das müssen die Leute klar machen. Sie wollen uns sagen, wir müssen die Freiheit so schützen, indem wir euch überwachen. Aber Freiheit schützt man nicht, indem man es abschafft. Es kann keine freien Märkte geben ohne freie Menschen. Die Menschen sind heute total abhängig, ob das jetzt von ihren Arbeitgebern ist oder von den Banken und der internationalen Finanzwirtschaft oder vom AMS, wie auch immer im Einzelfall. Es kann keine freien Märkte geben ohne Menschen, deren Existenz bedingungslos gesichert ist. Sonst wird man ausgebeutet auf Arbeitsmärkten. Wir müssen Unternehmertum fördern, wir müssen Risiko fördern, wir müssen die Benachteiligung von Ein-Personen-Unternehmen beenden. Und wir müssen Anreize für Mitbestimmung auch innerhalb von Unternehmen schaffen. Also unsere Prinzipien, mehr Freiheit für die Einzelnen, mehr Mitbestimmung müssen genauso in der Wirtschaft gelten, weil eben nicht, wie das Sprichwort nur sagt, Not erfinderisch macht, sondern in Wirklichkeit ist es die Freiheit, die erfinderisch macht. Und wenn wir eine produktivere Gesellschaft haben wollen, dann brauchen wir eine, in der die Leute mehr Freiheit haben. Also wir sagen, wir sind für echte Demokratie. Was dann immer zuerst kommt, ist, wie sollen Menschen entscheiden, die überhaupt keine Ahnung haben von den Dingen, worüber sie entscheiden müssen. Deswegen müssen wir versuchen, das System so umzuwälzen, dass man schon ab der Schule halt zu einem mündigen Bürger erzogen wird, dass man schon ab der Schule ein Demokratiebewusstsein entwickelt und ein Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein für die Gemeinschaft, wovon man eben ein Teil ist. Und ich denke, dass wir sehr viel zu dem Thema, also Bildung, schon ausgearbeitet haben. Und dass wir auf jeden Fall mit diesem Punkt auch sozusagen alle anderen Punkte, die wir wichtig finden, begründen können. Wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben jetzt die letzten 2 Jahrzehnte gesehen, wie es funktioniert, das Internet nicht zu nutzen für ein modernes Urheberrecht und einfach zu ignorieren und zu versuchen, alte Geschäftsmodelle weiterhin anzuwenden. Es wird versucht, hier Schulhöfe zu kriminalisieren und das geht so nicht und wir müssen dagegen stehen. Grundsätzlich geht es darum zu sagen, Kunst war bis zu einem gewissen Grad immer was, das vorbehalten war, sowohl beim Schaffen als auch beim Konsumieren. Man braucht halt Geld dazu. Also das war irgendwie immer so und wir brauchen eine Zukunft, wo es jedem freisteht, Kunst sowohl zu schaffen, als auch eben Kunst zu konsumieren, wobei konsumieren ein schlechtes Wort dafür ist. Und für so ein Urheberrecht müssen wir die Chancen nutzen, die uns das Internet bietet und dafür gibt es konkrete Modelle, beispielsweise die Kulturweltmark, mit denen wir arbeiten können und das ist die Zukunft. Ja, also die vernunftbasierte Drogenpolitik, so wie sie fix und fertig schon im Programm drinsteht, im Liquid Feedback, basiert auf 3 Ansatzpunkten. Das ist erstens die Entkriminalisierung des Konsums und des Eigenbedarfs. Wir sprechen uns also dafür aus, dass wir Drogenproblematiken generell nicht als strafrechtliches Problem betrachten wollen, sondern als medizinisch-soziales Problem. Zweitens sprechen wir uns klar für einen Konsumenten- und Jugendschutz aus, in Betracht darauf, wie wir eventuell einen Verkauf oder eine Abgabe von Drogen reglementieren möchten. Und drittens haben wir ganz allgemein den Anspruch drinstehen, dass illegale Substanzen, sofern sie medizinisch nützlich sind oder für die Forschung nützlich sind, auch für die Medizin, für die Forschung freigegeben sein sollten. Das ist der eine allgemeine Ansatz für die allgemeine Drogenpolitik. Und dann haben wir modulartig, ist das gedacht, für die einzelnen Substanzen. Was wir im Moment haben, ist also den allgemeinen Ansatz und ein Ansatz konkret für die Freigabe von Cannabis. Das ist der aktuelle Ist-Stand. Da gehört noch sicher viel geschärft und geübt. Das war jetzt mal ein grober Überblick. André, willst du was sagen? Ich wollte dazu noch folgende Anmerkung machen. Es gab vor inzwischen schon, glaube ich, 2 oder 2,5 Jahren ein großes Interview mit dem damaligen Vorsitzenden der Piratenpartei in Deutschland, einem der Vorstände,
Und das Interview hatte als einer der Aussagen als Titel, und die Aussage hieß, die Regierenden sind zu alt. Und ich denke mal, das könnten wir als Thema über alle dieses drüber stellen. Die Regierenden, da stand irgendwann einmal, die Mächtigen verstehen die Welt nicht mehr wirklich. Wir sollten das runterbrechen auf, mein Vorschlag wäre das, die Regierenden, sie schnallen es nicht mehr. Sie schnallen das Internet nicht mehr, sie schnallen das 21. Jahrhundert nicht mehr. Sie sind auch zu alt, um es noch zu schnallen. Sie wollen es auch, haben auch keine Veranlassung, es zu verstehen noch. Sie wehren sich nur noch gegen die Veränderungen. Ich glaube, das ist der Grundansatz, von dem wir da bei all diesen Dingen ausgehen sollen, dass wir, Empowerment ist so ein schönes Schlagwort dazu, wir müssen uns und unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen, und wir müssen die Wählerinnen und Wähler mitnehmen, dass sie mit sozusagen, also ich versuche da irgendwas rüberzubringen, was emotionell ist, was mir gerade nicht gelingt, das ist zu früh. Das ist ein Vorschlag für ein Mantra, den ich sehr gut halte, und den sollen wir in einer Session heute besprechen.